Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Brüder und Schwestern, heute lesen wir in der Tageslesung im Buch Exodus, wie Mose sich zwischen Gott und das Volk stellt. Das Volk hatte sich ein goldenes Kalb gegossen. Das Volk war dabei, dieses Kalb, dieses goldene Kalb anzubeten. Natürlich hat das Gott gestört und Gott beklagt sich bei Mose über das Volk. Aber hören wir einige Verse aus dieser Lesung. Gott sprach zu Mose: Geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus Ägypten heraufgeführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich ein Kalb aus Metall gegossen und werfen sich vor ihm zu Boden. Sie bringen ihm Schlachtopfer dar und sagen: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten heraufgeführt haben. Weiter sprach der Herr zu Mose: Ich habe dieses Volk durchschaut. Ein störrisches Volk ist es. Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Das sind starke Worte Gottes aus seinem Herzen, das leidet, weil sein Volk ihn nicht mehr anerkennt als Gott, als den Gott, der Großes an seinem Volk getan hat. Wie leicht ist Gott vergessen? Wie schnell vergessen wir Gott? Immer wieder kommt es vor, dass wir andere Götter neben uns haben. Ja, Gott geht sogar so weit und sagt zu Mose: Dein Volk. So als ob es das Volk des Mose allein ist. Und Mose lässt das, was Gott sagt, nicht stehen. Und jetzt zeigt sich die Größe seines Gebetes. Jetzt zeigt sich die Größe seines Glaubens, seines Vertrauens. Er war ein Mann des Gebetes. Er hat von Angesicht zu Angesicht, so heißt es in der Bibel, mit Gott gesprochen. Und jetzt hört zu, wie Mose mit Gott betet, mit Gott ringt. Er spricht. Da versuchte Mose, den Herrn, seinen Gott, zu besänftigen und sagte: Warum, Herr, ist dein Zorn gegen dein Volk entbrannt? Du hast es doch mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Sollen etwa die Ägypter sagen können: In böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie vom Erdboden verschwinden zu lassen? Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass dich das Böse reuen, das du deinem Volk antun wolltest. Das sind starke Worte von Mose. Sehr engagierte Worte, die das Herz Gottes treffen. Liebe Brüder und Schwestern, wir wissen, wie es in die Geschichte Israels gegangen ist. Es war ein stetes Auf und Ab. Wieder ein Bund wurde geschlossen, wieder ein Bund wurde gebrochen. Aber die große Geschichte des Volkes Israels spiegelt auch unsere eigene Geschichte. Wie oft geben wir Gott Versprechen? Wie oft haben wir unsere Versprechen gebrochen? Und sei es nur das tägliche, das regelmäßige Gebet oder sei es der regelmäßige Gang zur Kirche am Sonntag, die Mitfeier der Heiligen Eucharistie. Liebe Brüder und Schwestern, vielleicht spüren wir jetzt richtig schmerzlich, was es bedeutet, diese direkte, diese enge Verbindung mit Gott nicht mehr zu haben oder haben zu können, weil unsere Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Auch die Freiheit, jetzt an einer heiligen Messe teilnehmen zu können. Aber Gott ist treu. Gott steht zu Menschen. Und wir lesen am Schluss dieser Lesung
die knappen Sätze, da ließ sich der Herr das Böse reuen, das er seinem Volk angedroht hatte. Ja, Gott hat Reue in seinem Herzen. Es reut ihn. Er spürt, wie ein Gerechter da eintritt für das ganze Volk. Und wir wissen, dass Jesus nicht ein neuer Mose ist, aber dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dass Jesus am Kreuz sich zwischen den Vater und uns, jedem persönlich stellt, und dass Jesus am Kreuz beten wird: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Diese Reue, mit dieser Reue wollen wir zu Gott gehen. Wir wollen auch bereuen für unsere eigenen Fehler, unsere eigenen Versagen. Wir wollen einstehen für unsere Mitmenschen, nicht klagen, nicht anklagen, aber stellvertretend wie Mose, wie Jesus am Kreuz und wie viele Heilige mit ganzer Kraft, mit ganzer Liebe und mit großem Vertrauen zu Gott rufen. Und ich bin überzeugt, dass Gott das Rufen seines Volkes, das bereit ist, sich wieder zu ihm hinzugehen mit ganzer Kraft, mit ganzer Liebe, dass Gott dieses Rufen hören wird. Dieses Rufen, das aus dem Herzen der Menschen kommt, wird er nicht enttäuschen. Und so stellen wir uns auch heute unter das Kreuz. Wir stellen uns in den Schatten des Kreuzes zu Maria, der Mutter Jesu, zu Johannes, zu Maria Magdalena und einigen Frauen, die noch dabei waren. Und wir bitten Jesus, dass er uns mit seinem Blut bedeckt, unser Herz berührt, unseren Glauben stärkt und uns in tiefer Verbindung mit ihm hält, sodass unser Herz auch in dieser Zeit getrost, gestärkt, ja sogar in Freude sein kann. Dazu segne uns der allmächtige, der barmherzige Herr, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Euch allen mit euren Familien wünsche ich einen gesegneten Tag.